Und damit, meine Lieben, begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Enigmate-Stream hier bei mir, von mir. Willkommen zurück. Heute werden wir voraussichtlich das Bonuskapitel beenden und den Staub der Vergangenheit so richtig aufwirbeln. So, also, auf ins Kapitel. Hi NT-Gamer, willkommen. Wir waren ja gerade in diesem Anwesen stehen geblieben und hallo, ist mir dieses Täschchen hier schon mal aufgefallen? Achso, das ist der Kamin. Ich dachte, ich darf separat nochmal in die Tasche gucken. Es ist sehr heiß. Sag bloß, Wasser ist nass, Feuer ist heiß. Das sind so grundlegende Sachen, die lernt man in der Grundschule, Kindchen. Aber ich habe nicht zum ersten Mal den Verdacht, dass du solch eine Bildungseinrichtung nie besucht hast. Nun gut, guck mal, da krabbeln Maden, Würmer, man weiß es nicht so genau. Es gibt so viele verdächtige Sachen, aber ich darf nichts anklicken. So, genau. Und da hatten wir die Geschichte. Ach, da haben wir jetzt alle Schildteile. Na, sag mal. Dann geht's ja los. Okay, die Anleitung befragen wir zunächst. Die Ringe sind verbunden. Der Äußere bewegt den Inneren. Die Schildteile sind vertauscht. Bringe sie in Ordnung. So eine Geschichte. Okay. Das gehört... Wie gehört das denn eigentlich? Dünn? So irgendwie? Nee. Ich habe da noch nicht so vor Augen, wie das denn aussieht. So eventuell. Ja, das passt. Ah, okay. Sehr schön. Wenigstens dreht sich das nicht alles. So, ne? Wenigstens waren die Ringe weitgehend unabhängig voneinander. Das war mein einziger Trost. Okay, was steht da eigentlich? Virtuset Russell Sapientia. Okay. Jetzt müssen wir hier diese Chips vertauschen. Wir haben hier einen Greifen. Für den brauchen wir den Unterkopf. Ne? Haben wir aber gar nicht. Was ist das? Ach, das ist Baum. Hier. Und das da ist... Nee. Zwei. Nein, das passt nicht so ganz. Warte mal, Schiff. Ist das? Das passt. Baum hier rein. Schiff da rein. Ah, das brauchen wir... Nee, Moment. Das brauchen wir hier. Perfekt. Und dann... Ah, ich sehe es. Wollte mich gerade fragen, Ja. Hätten wir das geschafft. War zum Glück kein allzu großes Problem. Ach, da konnten wir nicht hin. Zum Arbeitszimmer. Wollen wir ins Arbeitszimmer? Komm, wir gehen ins rote Zimmer. Ah, ganz rot ist es leider nicht. So. Was haben wir hier? Eine winzige Drehorgel. Schürhaken? Oh, dann halt nicht. Tasten? Nee. Dürfen wir auch nicht einsetzen. Und sonst? Schubladen. Hallo. Wir haben hier eine Schreibmaschine. Innen anders. Und da fehlt eine Taste. Ups. Ich will immer mit Escape rausgehen. Das Buch dürfen wir lesen. Maple Creek, Montag, 21. April 1823. Einfach als der Kaffeeautomat, ja. Das war ja ein kleiner Gewaltakt. Er ist für das Verschwinden dieser Frauen verantwortlich. Und vielleicht noch weitere. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Sollte ich dennoch scheitern, findest du hier alle Beweise. Schmelze zunächst das Zinn im Feuer. Colonel J. Russell. Na, Zinn, schmelzen, Feuer. Ah, ich mag bildlich pantomimische Darstellungen. Soll ich das Medaillon wirklich ins Feuer werfen? Verschwindende Frauen? Wessen böse Mächte? Ja, sie kennt die bösen Geschäfte noch nicht hier. Hi Baloo, willkommen. Hi Phoebe. Okay. Wir haben die Taste bekommen.
So, setzen wir die doch mal ein und schreiben hier ein kleines Liebesgedicht. Hier war einst etwas Ovales. Ach, sag bloß. Oder wir knacken das Ding. Natürlich nicht. Was Ovales. Wem auch immer dieses Haus gehörte, war sehr gebildet. Wem auch immer. Aber das klingt irgendwie komisch. Wem auch immer dieses Haus gehörte, er war sehr gebildet. Klingt besser. Naja, lassen wir fünfmal gerade sein. Aber hier ist mir ein bisschen wenig irgendwie. Kommen wir hier noch? Emilys Schatulle? Holzstücke? Schürhaken? Und ich soll ein Medaillon verbrennen. Sekunde. Da ist mein Buch, mein schlaues Buch. Es gab weitere Personen, die in Maple Creek verschwanden, einige sogar schon vor 160 Jahren. Und der Besitzer des Landhauses hatte einen Verdächtigen, dem er sich stellen wollte. Was für ein Beweis. Stimmt, wir suchen also ein Medaillon, das sich schmelzen lässt. Wir brauchen was Ovales. Und das Medaillon, und das ist bestimmt in der Tasche. Aber nein, ich darf nicht gucken, weil ich ja beschlossen habe, dass das nicht wichtig ist. Und hier? Ein Wunder, dass der Kronleuchter noch hängt. Ja, das stimmt wohl. Darf ich irgendwo wimmeln? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bräuchte Teile und habe keine. So wirklich. Die Schatulle. Hallo. Und das bedeutet wiederum, ich darf jetzt die Drehorgel aufziehen, diese Spieluhr. Und? Wie schön. Und wir haben das Amulett. Und dieses Stück sollen wir schmelzen. Mit Zinn überzogenes Medaillon. Aber überzogen klingt interessant. Sollen wir? Wir sollen. Das Zinn ist geschmolzen. Sag bloß. Schürhaken. Jetzt. Auf dem Medaillon ist ein Frauenname eingraviert. Und den hat man mit Zinn übergossen. Das ist ja hochinteressant. Man sollte die Gravur nicht mehr lesen können, wie es scheint. Und ist das jetzt womöglich das Ovale für die Schreibmaschine? Bestimmt. Natürlich ist es das. Und was haben wir hier? Okay, willkommen zu einem neuen Minispiel. Die Tasten sind vertauscht. Bring es in Ordnung, um das richtige Passwort zu erhalten. Einige Tasten sind repariert, sie am Hebel, um das Passwort zu testen. Jede Zahl verschiebt den entsprechenden Buchstaben. Verschieben. Mag ich sehr gern. Was ist hier? Will ich's wissen? Nicht identifizierbares etwas. Ein Resident Evil, ja schon ein bisschen. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Also die Zahlen. Also nochmal was? Sind repariert. Jede Zahl verschiebt den entsprechenden Buchstaben. Und wo ist der Hebel? Da. Nee, das sieht ein bisschen komisch aus. Welche Buchstaben haben wir denn hier? Russell. Passt das? Russell. Nee. R-U-S-S-E-L-L. Passt nicht. Sowas. Wenn wir freundlicherweise... Margaret. Was hat ein solcher Liebesbeweis in einer Schreibmaschine zu suchen? Ja, das ist mal eine originelle Gedächtnisstütze für ein Kennwort. So, wir brauchen also Margaret.
würden böse Zungen sagen, aber wir haben... Darf ich das drehen? Wir haben die Buchstaben gar nicht. In keiner Weise. Hä? Einige Tasten sind repariert. Ach so. Ja, aber trotzdem, wir haben doch zum Beispiel gar kein M. Und das dürfen wir doch auch nicht drehen. Ne? Nee. Ach, guck mal, da die Tasten mit dem Punkt. Das könnte bedeuten, dass die den Buchstaben drehen. Könnte sein, oder? Nee. Echt nicht? Machen wir auf 0. Warte. Und wieso ist es jetzt nochmal auf der 3? Hm? Was hat's denn mit den... Ah, die reparierten darf ich nicht austauschen. Aber was hat's jetzt mit den Punkten auf sich? Also wenn das nicht das Passwort ist, und es scheint es ja wohl nicht zu sein, dann weiß ich auch nicht. Dann schauen wir uns vielleicht erstmal noch ein bisschen um. Ob wir noch was übersehen haben. Vielleicht im Kinderzimmer. Das dürfen wir... Oh Gott. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Da die Puppe und hier die... künstliche Spielzeugblutlache. Hallo, guck mal. Ah. 2 von 3. Wir brauchen noch ein Holzstück für das Puzzle. Mir geht's soweit gut. Danke, danke. Wie geht's euch? Die Vorhänge sehen im Vergleich zu den modrigen Möbeln ganz anständig aus. Auf diesem Bett hat offensichtlich ein Mädchen geschlafen. Nun fällt es beinahe auseinander. Ach doch, wieso? Ich finde es doch gemütlich. Speisezimmer. Nee, das ist aber auch passé. Hier sind wir auch durch. Wo ist denn noch ein Holzstück? Das wird höchstwahrscheinlich dann hier in der Maschine sein. Wir sollten nochmal einen Blick ins Buch werfen. Was könnte das Passwort sein? Wir haben aber auch keine... Habt ihr Ideen? Geh nochmal zum Puzzle. Können wir gerne machen. Immer her, für Ideen bin ich im Moment definitiv offen. Ah. Meintest du die Figur? Falls ja, die kann man nicht nehmen. Was meintest du? Weil ich darf hier nichts nehmen, das ist alles nur Deko. Falls du das meintest. Okay, aber danke für den Tipp. Wir kommen... Emily Schatulle, dürfen wir die auch irgendwie mal aufmachen oder so? Oder ist das eher nicht so?
Wie können wir das weh drehen? Das geht ja nicht, aber... Wenn auf diesem Amulett, was der Schlüssel für das Ding war, Margaret steht, wird das Passwort doch wohl auch Margaret sein. Oder nicht? Das Zinn haben wir geschmolzen. Das haben wir gemacht. Colonel J. Russell. Russell kann nicht richtig sein. Ah, ich kann die auch raus. Ich kann das auch leer lassen, aber es bringt nichts, weil uns fehlen ja komplett Buchstaben. Es hilft alles nichts. Wir haben keinen Asmodei, wir haben... Das richtige Passwort. Ist es nur ein Beispiel oder ist das ein Tipp? 4G? Das darf ich nicht verändern. RE, Resident Evil. Aber ich glaube, das ist gerade... Du hast kapiert. Na dann gerne her damit. Ich werde aus dem Ding nicht schlau. Was sollen wir schreiben? Oder steht hier noch was anderes geschrieben? L. Colonel J. Russell, nein. Geht alles nicht, oder? Co. Kann man. Nee. Colo. Colonel. Nee. Aber das. Unter dem S ist ja eine 3. Drei Buchstaben nach S ist V. V wurde oben gedruckt. Ah, natürlich. Natürlich. Ah, danke. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das. Ah, alphabetisch. Ich habe das ja noch nicht so aktiv probiert und dachte erst, wenn ich da das X auf die 6 mache, dann springt das 6 Stellen. Hi Minikomo, willkommen. Einen schönen guten Tag. Ah, verstehe. Okay. So, nun ist doch der Buchstabierwettbewerb hier angesagt. So, wir brauchen zunächst ein M. Was haben wir denn da für Buchstaben? K zum Beispiel. Und dann haben wir ein L, 1, M, 2. Haben wir eine 2? Leider nicht. Das geht so schon mal nicht. Wir hätten aber eine 3. Ein J haben wir auch nicht. Ein I? Was haben wir denn? Wir haben aber auch nur Mist. Wir hätten eine 5. Genau, ich spiele das Bonuskapitel von Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ein Wimmelbild-Rätselspiel. Und wir müssen nun hier den Namen Margaret schreiben. Und ich überlege gerade, wie wir ein M hier erzeugen können. Kommen wir vom E aus weiter, haben wir so große Zahlen... Wir hätten Mist. Doch, wir haben eine 8. Und das wäre doch dann... Weg, weg damit.
eine 8 und das wäre dann, wenn ich mich nicht vertan habe, ein M. Natürlich, sehr schön. Dachte ich auch, aber das können wir nicht. So, sehr schön. Gut, dann kommen wir zum A. Das ist ja ganz klärchen. Da haben wir ein W beispielsweise. Da brauchen wir dann eine 4. Das dürfen wir nicht. Ah, da müssen wir gucken, wie wir da dran kommen. Vom S aus müssen wir gehen. Mhm. Und dafür bräuchten wir dann ja tatsächlich die 8. Okay. Dafür bräuchten wir die 8. Definitiv, das ist fix. Okay, dann müssen wir irgendwie anders an ein M kommen. Okay. Oder wir nehmen dann hierfür das... Nee, ist doof. Quatsch, geht ja nicht. Wie kommen wir möglichst gut? Oder wir nehmen das X. Nee. Quatsch. M ist blöd. Mit dem F oder dem G? Okay, wenn wir das G nehmen, hätten wir... hätten wir eine 5. Okay, und die haben wir. Packe ich das mal hier und nehme die 5. Und dann hätten wir... Was? Oh, habe ich mich vertan. Fürs G bräuchten wir... Das haben wir uns erarbeitet, mühselig, Minikomo. Man hat hier immer eine Anleitung, aber die ist immer so semi-hilfreich. Und die hat mich auf die Idee gebracht, dass das so geht. Wir müssen hier mit dem ABC arbeiten. Natürlich eine 6, klar. Danke, NT. Und jetzt haben wir Ma. Okay. Eine schwere Geburt, aber das Kind kommt bald zur Welt. Der Haaransatz guckt schon raus. Teilweise ein bisschen oder so. So, nun geht's ans G. Und ein G haben wir nicht. Hätten wir, aber das brauchen wir. Und somit müssen wir uns jetzt das G irgendwie anders beschaffen. So, was haben wir denn? Wir haben... Das ist auch relativ weit hinten. Also nicht so weit vorne. Deswegen... ist es eher schwer mit W und X zu erreichen. Das müssen wir mit was anderem machen. Das R soll ich benutzen. Okay, und dann hätten wir... für das G... nee. Nein, Quatsch. Mit dem R geht es doch nicht. Nein, ich brauche ein G. Margaret. Nicht Mar... Ich sage immer Margaret, aber was heißt Margaret? So geschrieben. Ach so, natürlich. Das wäre... ja. Natürlich, du hast absolut recht. Wir brauchen eine 0. Und haben Mar. Natürlich. Pardon. Oh. So, und das passt. Marga. Ein A. Besitzen wir nicht. Dafür nehmen wir zum Beispiel das X. Und dafür dann die 3.
So. Perfekt. So. Drei Buchstaben fehlen noch. Das bekommen wir hin. Wir benötigen ein weiteres R. Wie kommen wir da dran? Am günstigsten. Ein Q haben wir nicht. Das stimmt. Ist eben nicht so ein populäres Genre. Aber es ist wirklich ganz nett für zwischendrin, als Abwechslung zu diesen ganzen Online-Titeln. Kann man schon mal machen. Erzeugt immer eine schauerschöne Atmosphäre. Zum Beispiel, wenn wir da random eine abgetrennte Hand in so einem Sägeding finden. Nee, aber so schlimm ist es nicht. Es klingt jetzt so, aber so schlimm sind die eigentlich nicht. So, wie kommen wir am besten an noch ein R ran? Wir hätten zur Verfügung probieren wir es mal mit dem O. Warum ist eigentlich bei dem O ein Punkt? Das ist ein O ganz gleich, wie rum du es drehst, aber egal. So, vom O aus könnten wir folgendermaßen vorgehen. Margaret, ein R. Eine 3 haben wir aber leider nicht mehr frei. Das brauchen wir schon für das A. Ah, das ist blöd. Können wir anders verfahren? Wir haben... Ach, wir müssen sowieso... Die ist ja repariert. Wir müssen hier sowieso mit der 7. Ah, natürlich. Habe ich erst übersehen. Ich habe ein Q. Wo? Wo habe ich ein Q? Mit der 7 soll ich arbeiten. Okay. Und da haben wir dann... Ich fürchte fast, ich habe die ganze Zeit so Angst. Ach so, nee, das ist kein Q, das ist Punkt. Aber ich habe so Angst, dass wir vorne was falsch gemacht haben. Und dass deswegen jetzt nicht mehr hinhaut, weil ich glaube... Mit der 7... Ich glaube, es hilft auch nicht, dass ich nicht mehr so fit bin. So ein Gätselspiel müde und kaputt zu spielen, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber wir kriegen das hin. Auch wenn die Konzentration nicht mehr so gegeben ist, wir schaffen das. Wir kriegen die Margaret auf die Welt. Wie kommen wir von der 7 aus an ein R? Mit Hilfe eines Ks zum Beispiel, ne? Wenn ich mich nicht vertan habe, dann so. Perfekt. Wir brauchen ein E. Und das haben wir. Und wir haben noch ein 0. Margaret. Und das T bekommen wir mit... Wenn alles richtig ist, mit der 5 und... Das T...
Ich glaube, macht ja nix. Ich stelle mich auch nicht allzu gut an, passt also. Ich habe echt Angst, wir haben was falsch gemacht, aber das sollte noch funktionieren. Da wären wir bei Q. O soll ich nehmen. Und dann haben wir Margaret. Vielen Dank. Das war das. Wir haben ein Papierfetzen, auf dem auch noch was draufsteht. Maple Creek, Freitag am 13. September 1822. Dass das kein Donnerstag wird, war klar. Ich folge dem Prediger Walter. Letzte Nacht begab er sich zu seinem Versteck im Wald. Die Felsen auf dem Hügel. Was hast du vor, alter Mann? Colonel J. Russell. Prediger? Vor 160 Jahren? Ein Zufall? Natürlich. Was glaubst du denn? Dass der Mann auf übernatürliche Art und Weise ewig lebt? Pff. Wir sind nicht in einem Wimmelbildspiel.